Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Ich bin in meinem Haus im zweiten Obergeschoss, wo die Privatetage weitergeht. Und zwar ist hier die Küche mit Esszimmer. Die kleine Küche mit so einem großen Esstisch für gerade mal 7 Personen. Ja, und ich lieg dann hier so drin. Natürlich nicht. Ich habe mir überlegt, wir könnten nur so ein bisschen... Wie hießen die gleich? Diese Töpfe basteln aus Ton. Oh, Dialotto fail. Hatte ich da oben nicht was zum Runterspringen in der Küche oder habe ich das schon zugemacht? Weiß ich gerade nicht. So, und rein. Halt. Warte mal, wo, die nehme ich selber mit. Die kommen in den Ofen. Passt. So, und jetzt muss ich mal nachsehen, wo ich Ton habe. Weiß ich gar nicht. Wo habe ich denn den Ton? Vielleicht hier. Da habe ich Ziegel. Ah, macht man das nicht aus den Ziegeln? Ja, ein Blumentopf. Da kann ich mir gerade mal einen machen. Dann nehme ich die mal mit hier. Denn im letzten Part haben wir uns... in der VIP-Farm-Welt. Unbekannte Welt, ja. Glaube ich dir nicht, du warst hier schon. Home Lava. Ja, genau. Hier sind wir richtig. Da sind noch die Schafe, die ich rasiert hatte. Alle drei. Und ich wusste auch, dass hier Wasser ist. Ich guck mal, ob ich hier Clay finde. Ist das Clay? Nee, das war Sand. Oh, komm schon. Hier ist nur Sand. Ah, den nehme ich mit. Weil Inksec will ich irgendwann auch mal im Shop anbieten. Wenn er dann größer ist, ist das Clay oder ist das Dirt? Das ist Clay, wie es aussieht. So. Warte mal, das ist blöd. Wir machen das von hier. Geht viel schneller, aber man sieht es dadurch natürlich nicht so gut. Hör doch mal auf. Oh, das geht ein bisschen rein. Das ist schon nicht wenig, würde ich sagen. Brauchen wir auch später dann für einen Kamin. Ich muss sagen, ich habe mit Clay eigentlich nie so viel gebaut. Komm schon. So, die will ich nämlich auch noch mitnehmen. Da komme ich nicht dran. Wie doof. Aber hier steht er ja. Komm, genau. Ich glaube, das war's jetzt. Das ist Stein. Ui, was war das denn? Das hat sich ganz komisch gedreht, gerade so. Und wenn wir schon mal da sind. Ja, das ist Sand, oder? Ja. Man sieht es durchs Wasser nicht. Muss mal gucken, dass ich vielleicht das Texture Pack noch besser einstelle. Ich habe aber kein Optifine mehr drauf wegen der Minimap. Das ist eben so das Problem gerade. Du isst doch nicht etwas schon wieder. So, und zurück. Größtes Haus mit Keller. Wirklich das größte.
Das können wir dann auch demnächst dann abreißen. Noch ist es sehr warm, aber es wird. Ich muss jetzt auch ein bisschen im Voraus aufnehmen. Heute Abend wird dann noch eine Runde Ark aufgenommen. Und dann mal sehen. Ich hoffe, ich krieg noch eine Runde Uncraft World hin. Wieso habe ich denn den jetzt nicht voll mit Lava, ey? Wie dumm. Ist mir aber auch jetzt egal, wegen dem einen renne ich nicht dahin. Ich muss dann wahrscheinlich eh wieder dahin, wenn ich die alle hier verpacke. Ja, also heute Abend wäre dann noch Ark dran mit dem Cordial-LP. Der ist ja auch hier auf Minecraft jetzt vertreten. Und Uncraft World. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. Also warum ich überhaupt im Voraus aufnehmen muss, ich bin auf einer Messe und zwar nicht die Gamescom, sondern übers Wochenende jetzt mit meiner Firma auf der IFA in Berlin. Also ich bin ja jetzt nicht die ganze Zeit, ich bin dann nur für die ganze Logistik verantwortlich und für den Aufbau, da muss ich dann auch nochmal hin. Da muss ich nachts um 3 losfahren. Ich meine, Berlin sind 2 Stunden, das ist kein Ding. Vor allem nachts, wenn nicht so viel los ist auf der Autobahn. Ach, ich hatte ja schon 3. Aber es ist trotzdem halt ein bisschen anstrengend und da hoffe ich jetzt vorm Wochenende noch ein bisschen was zu schaffen. Oder besser gesagt, heute und eventuell morgen Nachmittag nochmal. Denn Freitag früh um 3 Uhr in der Nacht geht's dann los. Einfach so, damit hier ein bisschen was draufsteht. Das sieht schon aus wie so eine Serviette. Finde ich cool. Es wäre so cool, wenn man die Fackeln da reinsetzen könnte. Wenn man die da reinpacken könnte. Ich meine, klar, das ist ein Blumentopf, aber hätte was. Also wenn das dann wie so ein kleines Tischfeuer wäre. So, in der Art. Ich glaube, die Fackeln sollte ich hier unten auch hochhängen. Gib. So. Und eine natürlich direkt hinter mir, hinter dem Erleuchteten. Ja. Warte mal, die nehme ich erstmal weg. Aua. Passt. Und dann da noch eine dran. Wenn ich eine hätte. Oh, ist aber dunkel. Zum Glück kann ich spawnen. Wer ist denn hier? Ach, Lisa wieder. Ach so, der Ladi-Ben hat übrigens verlängert. Um 1 oder 2 Wochen, weiß ich gar nicht. Hat er mir per PN geschrieben. Ein bisschen spät dran war er, aber ich habe jetzt gesagt, okay. Es ist ja noch Platz und es drängelt ja kein anderer. Dann bin ich nicht so. So, ich bin ja so ein bisschen. Ah, warte mal, wir schauen jetzt. Hallo? Wir schauen jetzt einfach mal oben. Noch eins weiter. Ich glaube, wir haben jetzt noch diese Etage. Da könnte dann das Schlafzimmer hin. Dann hätten wir hier noch eine. Noch 2 Etagen. Gut, Schlafzimmer, da kommt auch das Bad hin. Aber jetzt merke ich gerade, dass unten, wo die Gäste bei der Küche sind. Da habe ich ja gar keinen. Da könnt ihr gar nicht auf Toilette gehen. Müsste ich eigentlich irgendwo. Das könnte man doch hier hinten machen dann. Hier dann so eine Toilette. So ganz klein. Aber ich bin hier schon hart an der Grenze, dass man sich den Kopf einrennt. Gehe ich wieder diesen Trick nach. Ne, warte mal, hier kommen jetzt die hier hin. Oder ist das irgendwie ein bisschen eng, ne? Ich glaube, hier hat man mehr Platz. Ja, deutlich mehr.
fange mal ein weiter hinten an. Dann wären wir hier. Das ist doch viel zu eng für ein Klo. Und dann hier ist Waschbecken. Ich weiß gar nicht, wie man sowas baut. Oh, das hatte ich doch früher mal raus. Da wusste ich das mal. Oder man sagt, nee, dann kann man durchgucken. Blöd. Ja. Kann man diese Klappen auf die Teile drauf setzen? Das kann ich ja hier direkt mal probieren. Das wäre dann schon ganz cool, so eine Kloschüssel. Oh, falsch rum. So. Und cool wäre auch, ich hätte da irgendwie einen Knopf für die Spülung und dann würde halt so ganz kurz Wasser loslaufen irgendwo. Aber wo kriege ich das hier noch hin? Ach so, geht eh nicht. Pistons sind nicht erlaubt. Schade eigentlich. Aber gut, wenn jetzt hier überall Pistons wären, ne, wäre auch extrem. Hä, bin ich. Hä? Ach so, ich bin auf die Platte gekommen. Alter. Ich bin so fail. Das ist, wenn man mehr farmt als bauen. Er kauft Eisen für 7, Deinmark 89. Also würde dann nicht jemand pro Stück. Ach so, pro Stück. Ah, das weiß ich jetzt nicht, wie teuer ein Stück ist in der Shopstraße. Also wie viel man dafür bekommt. Das kommt mal weg. Und den nehme ich jetzt mit, dann hätten wir wenigstens schon mal das Pissbecken. Wobei es ja nicht nur ein Pissbecken ist. So, hier oben bin ich ja eh noch nicht. Ich brauche mal hier ein paar Fackeln. Wird eh noch alles anders später. Ach, siehst du, ich habe vergessen, ein Wohnbereich kommt. Der muss ja auch noch hier hin. Da kommt dann ein fetter Schornstein. Also, was heißt Schornstein? Ein Kamin. Ich weiß nicht, ob ich dann auf dem Dach so einfach nur so pro forma irgendwie noch den Schacht weiterführen lasse, dass dann oben halt ein Schornstein auch zu sehen ist. So, und Licht. Über der Tür. Hier hatten wir auch irgendwie noch nicht genug. So, da wollte ich noch eine dranhängen und dann machen wir da noch eine dran und da. Und ja, es gibt den Fallschacht. Und ich kann den eigentlich so bauen, dass alle anderen auch bis runterkommen. Nee, die kommen ja gar nicht bis hoch. Hahaha. Das ist privat. Also bleibt das so. So, hier sind die Fackeln, okay, die mache ich mal weg. Dann mache ich dafür da noch eine dran. Oh, nee, ich hätte es dann gern hier auf der Höhe. So, oder machen wir so. Machen wir erstmal ein bisschen Licht hier. Und da kommen noch ein bisschen Dekoblöcke rein. Muss ich mal sehen. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal ein paar Köpfe oder ein paar andere Dekoblöcke. Es gibt doch, glaube ich, auch einen Shop mit Deko-Blöcken. Aber guck mal, wie viel das mittlerweile ist. Ich glaube, da frage ich dann einfach mal explizit nach. Deine Polizei? Was gibt's denn da? Ein Gefängnis? Aha. Jungs, Mädchen, Toiletten. Boah, hier müssen sie aber echt Schlange stehen, wenn da ein Sitzbereich vorher ist. Geöffnet. Geöffnet. Privat. Was kann man denn da machen? Vor allem Polizei, wozu?
Hä, wie ist das denn gebaut? Die Betten im Boden drin? Aber Hauptsache, die haben es warm, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen wie eine Art auch zu vermieten ist. Oh, wie macht man die Teile eigentlich? Das wäre ein guter Hahn für die Klospülung. Also so ein, zum Abziehen, ne? Sind das die ganz normalen Schalter? Da muss ich noch mal reinschauen. Aber gut, dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir das beim nächsten Mal machen. Hier bin ich. Ich danke fürs Einschalten, bewerten nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.